Hallo ihr Lieben, bevor es heute zu den Dozententipps im Bereich Transportation Design geht, noch ein kleiner Hinweis zum Thema Design. Schaut auf unser Partnerkanal Frag Fabi, dort findet ihr alle spannenden Infos rund um Transportation und um Design, was ein gutes Design ausmacht. Oder wenn ihr selbst das Gefühl habt, ihr müsst was Kreatives studieren, wisst aber nicht genau was, dann könnt ihr in unserem Design Campus euch eine Woche mal ausprobieren mit Profis und zu erfahren, was zu euch am besten passt. Und jetzt geht's los mit den Tipps. Hallo zusammen, ich bin's wieder Andreas von der Akademie Ruhr und heute möchte ich euch einige Dozententipps für den Studiengang Transportation mal auf den Weg geben. Und zwar, viele von euch wissen, es gibt den Studiengang Transportation Design und so die Vorzeige-Hochschule ist natürlich die Hochschule Pforzheim für Transportation Design und immer wieder stellen uns viele von euch die Fragen, was gehört eigentlich in der Transportation Design Mappe dazu? Muss ich Autos zeichnen können? Muss ich nur Autos in meine Mappe zeichnen? Nein. Also das ist vielleicht mit dieser Frage vorab zu beginnen. Es ist Transportation Design, ist sehr, sehr vielseitig. Es sind natürlich nicht nur Fahrzeuge, es gehören auch Gabelstapler dazu, theoretisch Flugzeuge, Boote, Yachten. Was da eigentlich möglich ist, zum Thema Yacht auch natürlich vielleicht ein kleiner Tipp, schaut auf unserem Partnerkanal Frag Fabi vorbei. Da haben wir speziell dazu eine Folge, oder besser gesagt mein Kollege Fabi, gedreht rund um das Thema Bootdesign. Wie werde ich Yachtdesignerin, Designer? Was gehört dazu? Das ist auch Transportation Design. Super spannende Folge mit sehr, sehr, sehr schönen Einblicken. Einfach unten im Text oder bei YouTube einfach Frag Fabi googeln, dann werdet ihr es schon finden. So, dann fange ich vielleicht mal so ein bisschen auch bei dem Thema Autos dabei. Wenn ihr Fahrzeuge skizziert, dann geht es nicht unbedingt immer darum, dass das Auto perfekt ausgearbeitet ist, dass es wunderbar, also fast fotorealistisch ausgearbeitet ist. Genau das ist nicht gewollt. Man kann es vielleicht bei einem Beispiel machen, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel hier, bei dem 911er. Durchaus vielleicht noch ein anderes Beispiel, hierbei bei der Vespa. Das sind Sachen, die können auf jeden Fall vielleicht ein, zwei Arbeiten davon rein, aber ansonsten ist vielmehr die schnelle Skizze gefragt. Das heißt, schnelle Skizze nimmt vielleicht einen Kugelschreiber, einen Fineliner, zeigt, dass ihr ganz, ganz schnell eure Ideen aufs Papier skribbeln könnt. Nehmen wir mal jetzt so zwei Beispiele. Hier der Scheinwerfer mit einem braunen Marker skizziert auf dem weißen Papier. Sehr dynamisch das Ganze gehalten. Man sieht das jetzt von den Strichen, von der Schraffur. Da geht es jetzt gar nicht darum, es absolut realistisch abzubilden. Vielleicht setzt euch aber mit einem bestimmten Bauteil der Fahrzeuge auseinander, wie jetzt in dem Beispiel das Rücklicht. Das könnte ein Beispiel sein. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt jetzt das ganze Fahrzeug immer sein. Einfacher ein Rücklicht. Aber auch hier sieht man von der, sind die Markertechnik, vielleicht kennen, ich gehe davon aus, einige von euch die Stifte, die wundervollen Marker, mit denen sie solche Sachen sehr, sehr gut erarbeiten lassen können. Das ist etwas, was ihr auch bei uns im Kurs lernt, genau solche Skizzen anzufertigen, mit Markern zu arbeiten, aber auch vielleicht mit einigen Ideen noch dazu zu arbeiten, wie jetzt hier bei diesem Beispiel. Das ist jetzt eine Zeichnung eines Teilnehmers aus dem letzten Jahrgang, der jetzt in Pforzheim studiert, der angenommen worden ist. Das heißt, er hat das immer eigentlich so die Mischung aus fertig und unfertig, die eigentlich natürlich sehr, sehr, sehr cool aussieht. Man kann es auch hier an diesem Beispiel noch einmal sehen, bevor ich jetzt noch kurz ein paar andere Sachen zeige. So, das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Hier einige Highlights mit einem weißen Fineliner nochmal gesetzt. Auch das Fahrzeug nicht ganz ausgearbeitet. Es hat einfach deutlich mehr Spannung als wirklich so eine fotorealistische Skizze. Dann gehören aber natürlich auch Studien, Concept Cars, Studien wie zum Beispiel so etwas hier. Auch mit einem braunen Fineliner ausgearbeitet. Oder vielleicht mal so ganz also ein bisschen aus den Arbeiten hier. Man sieht es jetzt hier vielleicht. Das sind dann so Möglichkeiten nochmal,
die Mappe zu ergänzen. Vom Format habt ihr wahrscheinlich jetzt gesehen, durchaus mal ein Skizzenbuch, ein A4-Blatt dazu nehmen, auch vielleicht mal mit einem grünen Buntstift mal etwas zu machen. Das kommt auch immer sehr gut an. Vielleicht hier nochmal, ich gucke mal, was wir noch so jetzt hier Spannendes haben, Bleistift. Bleistiftskizze noch dazu. Und das wäre so die Vielfalt, die mit ins Spiel kommt. Was aber die entscheidende Frage ist, was ich anfangs gesagt habe, nicht nur Fahrzeuge. Zu Transportation Design, Bewerbungsmappe gehören natürlich Fahrzeuge, aber immer nur einem kleinen Rahmen. Dazu gehören aber auch ganz, ganz andere Sachen, auch Porträts. Auch wenn Porträts jetzt vielleicht, jetzt fragt euch, wieso Porträts? Die haben ja nichts mit Autos zu tun. Das ist aber richtig. Aber in Porträts sieht man, dass ihr euch natürlich anderweitig auch fürs Zeichnen interessiert. Mal vielleicht ein bisschen Architektur, mal sehr schnell Skizzen, Produktskizzen. Einige freie Arbeiten gehören dazu. Das heißt, einfach hingehen, mal beobachten, skizzieren, was ihr seht. Mit Aquarell arbeiten. Tierstudien sind auch immer gefragt. Das heißt, zeigt einfach einen guten Mix. Bei 20, 25 Arbeiten würde ich euch empfehlen, und empfehlen wir als Dozenten immer in unseren Mappenkursen, dass man vielleicht so bei 5, 6 Zeichnungen zum Thema Fahrzeuge bleibt, mehr nicht. Auch wenn es Spaß macht, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr viele natürlich noch mehr machen kann. Aber das ist die Erfahrung, das sagen die auch die Jury in Pforzheim zum Beispiel jetzt natürlich auch, bitte nicht zu viele Fahrzeuge, zeigt, dass ihr es könnt. Aber alles andere ist dann genauso wichtig. Das heißt, wenn eure Bewerbungsmappe diese Vielfalt hat, sind die Erfolgschancen natürlich umso größer. Falls ihr natürlich für den Transportation Design Kurs den bei uns machen solltet, vielleicht für diejenigen, die zum ersten Mal zuschauen, wir sind in mehreren Städten für euch da, in Bochum, unserem Stammort hier, wo ich mich jetzt gerade befinde, Berlin, München, Wien und Hamburg findet ihr uns und Düsseldorf findet ihr uns auch. Und dort können die Kolleginnen und Kollegen euch dann bei der Erstellung der Mappe vorbereiten. Wir machen euch natürlich genauso auch fit für die Eignungsprüfung, die sehr wichtig ist. Auch natürlich, das ist so der zweite Teil der gesamten Bewerbungsphase. Einmal die Mappe, dann werdet ihr zu der Prüfung zugelassen und dann geht es natürlich aufs Zeichnen, auf Schnelligkeit, auf Technik an. Was dazu gehört, kann ich euch gerne mal so ein paar Sachen schon mal sagen, ist zum Beispiel mit Aquarell zu zeichnen. Also Objekte mit Aquarellfarbe darzustellen, vielleicht mit einer Farbe etwas zu zeichnen. Schnellskizzen gehören dazu, zum Beispiel auf Zeichnen auf Zeit, dass ihr vielleicht eine Vorgabe von 2 Minuten skizzen und da müsst ihr verschiedene Begriffe umsetzen. Das sind dann so Aufgaben, die euch gestellt werden können. Und das kann man natürlich also mit uns im Kurs üben natürlich, aber auch selbst, wenn ihr das gerne macht. Vielleicht aber ein kleiner Hinweis, der mir persönlich immer so ein bisschen am Herzen liegt. Es gibt, wie man so schön sagt, viele Wege führen nach Rom. Und zu diesem Studiengang ist das natürlich auch so, wenn das euer absoluter Wunsch ist, irgendwann in dem Bereich Transportation Design zu arbeiten. Es gibt auch andere Hochschulen. Man kann es natürlich auch später wechseln und sich neu bewerben. Die Möglichkeiten sind riesig. Vielleicht habt ihr aber, wenn ihr es auf Interior Design, Transportation Design Interior, euch Spaß dann findet oder Gefallen findet, dann ist die Hochschule Reutlingen dafür wunderbar geeignet. Das sind auch immer wieder einige unserer Kursteilnehmer in den letzten Jahren untergekommen und wir hören immer sehr, sehr vieles Positives, aber natürlich auch aus Pforzheim. Da gibt es auch eine andere Hochschulen, schaut dazu auf unserer Seite bei unserem Uni-Finder, da findet ihr einige Hochschulen, die sich in dem Bereich dann um eure Arbeiten kümmern. Ja, dann wäre vielleicht jetzt die Frage, wie funktioniert so eine Zeichnung, wie schaffe ich es so zu skizzieren, wie gehe ich denn vor, wenn ich so ein Fahrzeug zeichne? Und dazu würde ich euch jetzt gerne mal so einen kleinen Einblick mal zeigen in verschiedene Techniken und dann sehen wir uns gleich wieder und dann erkläre ich euch noch ein paar wertvolle Tipps für die Bewerbungsmappe. Bis gleich! Hier ein Beispiel mit einem Bleistift, das Ganze in kleinem Zeitraffer, dass ihr mit Bleistift im Skizzenbuch
skizziert die Grundform des Fahrzeugs natürlich als erstes. Das ist hier das sogenannte Blasenprinzip. Aus der Blase entwirft man das Fahrzeug. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Natürlich perspektivisch, genau hier sieht man so die Dynamik des Striches. Das ist sehr wichtig, dass die Zeichnung dynamisch bleibt. Und von solchen Skizzen könnt ihr natürlich unendlich viel haben. Lieber leicht vorzeichnen, nicht radieren, dass das Ganze spannend bleibt. Und achtet immer darauf, dass die Proportionen stimmen. Das ist das Entscheidende. Das müsst ihr zeigen. Schnellen Strich, Dynamik, Proportion. Oder auch mit dem Kugelschreiber und einem Marker. Ebenfalls ganz leicht anskizziert, dynamische Striche. Mit Markern auch die Schattierungen mit aufgreifen. Aber auch gerne ganz normal weißes Papier. Feinliner, hier seht ihr ganz grob auch die Abstände, die Radabstände. Das Ganze ohne Lineale, ohne Hilfsmittel, einfach drauf losgelegt. Hier ein VW-Bus, das heißt, wie sind die Proportionen, was ist die Höhe insgesamt des Fahrzeugs, die Länge, dass das einfach stimmig ist. Und mit einem Feinliner. Das heißt, zeigt die Vielfalt der Zeichentechniken, zeigt, dass ihr auch mal mit einem Kuli auch genauso wie mit dem Feinliner umgehen könnt, aber natürlich auch vielleicht mit Aquarellfarbe. Die Techniken sind sehr, sehr vielseitig. Das ist das, was wir immer mit euch im Kurs, in unserem Transportation Design Mappenkurs machen. Da sind der Techniken keine Grenzen gesetzt. Auch natürlich, auf welchem Papier das Ganze macht. Es muss ja nicht immer nur weißes Blatt Papier sein. So, oder auch natürlich ein Motorrad, wie in dem Fall eine Vespa. Es müssen nicht immer nur Autos sein, auch nicht immer nur frontal. Auch die Silhouette, so wie hier, funktioniert genauso gut. Geht in die Tiefe, das heißt auch mal überlegt, wo schraffiere ich noch, wo werde ich ein bisschen genauer mit meiner Skizze. So, und hier auch wieder Marker im Einsatz. Das Ganze kann natürlich auch zusätzlich mit Farbe und vielleicht einem weißen Buntstift ausgearbeitet werden. Experimentiert, und das Entscheidende ist einfach nicht radieren. Nicht radieren, weil das hält unnötig auf. Die Zeichnung sieht auch nicht so gut aus, wenn man das dann macht. Einfach drauf los. So, und ihr seht einfach, was das ausmacht mit einem Kugelschreiber und einem Marker. Und da kann man natürlich noch ein bisschen ein paar Akzente noch dazusetzen, vielleicht noch einen tieferen Ton. Und diese Schnellskizzen, das ist das Entscheidende. Es muss keine Top-Visualisierung ausgearbeitet werden. Das will keiner sehen. Diese schnellen Skizzen, das ist das, was die Jury am meisten interessiert. Und hier die Highlights nochmal in Weiß und eine wunderbare Zeichnung steht. Davon wirklich sehr, sehr viele Skizzen. Und hier nochmal Skizzenbuch. Führt regelmäßig ein Skizzenbuch, zeigt, dass ihr einfach Autos zeichnen könnt, zeigt aber auch, dass ihr beobachtet, euer Umfeld beobachtet, auch vielleicht mal irgendwo sitzt und ein Auto in Detail skizziert. Das ist das, was gerne gesehen wird. Einfach nur trauen, machen. Und hier, wie gesagt, nochmal ein Beispiel als letztes. Mit einem groben Filzstift nochmal drüber zu gehen und Licht und Schatten unterstreichen. So, da bin ich wieder. Das war der kleine Einblick in die Zeichentechniken, in die Möglichkeiten, wie ihr eure Bewerbungsmappe gestalten könnt. Und vielleicht noch ein, zwei Tipps, die wichtig wären für die Transportation Design Bewerbungsmappe, dass ihr auf jeden Fall euch mit Kunst auseinandersetzt. Das heißt, die Frage wird ganz oft gestellt, ob ihr bestimmte Ausstellungen besucht habt, ob ihr Künstlerinnen, Künstler kennt. Schaut euch das an. Es ist ganz, ganz wichtig, sobald ihr das Gefühl vermittelt, ihr habt nur Sinn und Augen für Autos und sonst nichts, ist es nicht gut. Also ihr werdet damit nicht punkten können.
Das ist, wie gesagt, das eine. Das andere ist natürlich, mal vielleicht Architekturskizzen zu zeigen. Porträts, wie gesagt, kommen immer gut an. Selbstporträts, zeichnet nicht irgendwelche Stars, sondern versucht euch selbst zu zeichnen im Spiegel. Das ist das, was wir auch in unseren Kursen auch machen, sodass die Mappe auf jeden Fall aussagekräftig, vielseitig ist. Das ist das Entscheidende dabei. Mehr dazu natürlich auf unserer Seite mappenvorbereitungskurs.de. Da findet ihr so eine kleine Abbildung in der Galerie oder auch gerne bei uns. Und vielleicht ein letzter Tipp noch einmal für alle, die jetzt nicht wissen, ob der Studiengang jetzt der richtige ist und welche Möglichkeiten es sonst gibt. Dafür haben wir unseren Design Campus, designcampus-akademiehohe.de. Da sind wir auch in verschiedenen Städten für euch da und ihr arbeitet mit Profis zusammen aus dem Bereich und macht 5 Tage lang eigentlich nichts anderes als so ein kleines Vorstudium. Ihr arbeitet an bestimmten Projekten, die Grundlagen aus und wisst am Ende dann, habe ich die Design-Skills dafür, habe ich eigentlich die Technik, beherrsche ich das, ist das überhaupt was für mich oder gar nicht. Falls ihr da Interesse habt, dann kontaktiert uns, wir würden uns freuen. Ansonsten drücken wir die Daumen, also wir freuen uns auch natürlich über die positive Resonanz und auch die vielen Tipps, die wir von unseren ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen, die jetzt in Pforzheim oder Reutlingen studieren, die genauso wie ihr hier als erstes mal gesessen haben und jetzt mitten im Studium sind. Da haben wir uns einiges davon auch zur Verfügung gestellt. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei und vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Andreas.